Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Geht mit 1,99 Euro los, könnt ihr mich noch mehr supporten und unterstützen. Nun viel Spaß mit dem Video. Bevor wir mit dem Video beginnen, ich werde das Ganze hier nachkommentieren und euch das Stück für Stück erklären, was ich da mache, dass ich auch die Spezialfahrzeuge gemerged bekomme. Also passt auf und hört hier auch ganz genau zu. Als erstes, ihr steht hier schon fertig verglitscht am Ticketschalter an der Arena. Euer Freund lädt euch wieder ins Kamit ein, nach wie vor. Macht das wieder Step by Step. Euer Freund muss ein Fahrzeug hier ins Kamit bestellen und ist egal ganz welches, ihr bestellt euch euer Spenderfahrzeug wieder hier rein über Mechaniker. Ich habe mir hier den Vagrant bestellt, der hat die Tunings nämlich drauf, die ich mir auch auf die Spezialfahrzeuge mache. Bin ich noch rumgelaufen, habe geguckt, wo der Vagrant steht, ob es der richtige ist. Ihr macht immer erst das Handy auf, geht aufs Internet und dann könnt ihr das Pausenmenü öffnen und die Karte anschauen. Das nochmal vorneweg gesagt. Dann lädt euch euer Freund oder ihr ladet euren Freund zum Sprint ein. Er stellt sich an die Tür, euer Freund, sodass er oben das drin hat mit verlassen. Ihr selber nehmt die Einladung zum Sprint an, wartet wieder, bis es abgelaufen ist. Und bei 5 Sekunden drückt euer Freund X, um das Kami zu verlassen. Ein bisschen dauern. Diese Schritte bleiben nach wie vor dasselbe, nur wenn ihr im Luxushelikopter einsteigt, dann verändert sich das. So, er bestätigt das jetzt wieder. 210 und ihr sucht euch wieder einen raus, der im selben Zielmodus ist. Tretet ihm einmal bei, sodass die Vollmeldung wieder kommt. Da bin ich in den freien Zielen reingegangen. So, dass ich im selben Zielmodus bin wie Anavac, weil ich keinen anderen hatte zum Beitreten. Nehmt die Vollmeldung wieder an. So, nun fahren wir hier ein bisschen vor. Bestellt euch wieder den Buzzard übers Interaktionsmenü. CEO, CEO Fahrzeuge, Buzzard. Dann schaut ihr euch um, wo der Buzzard wieder steht. Wie gesagt, diese Schritte bleiben bis hierhin gleich. Nur bis zu dem Punkt, wo ihr in dem Luxushelikopter nachher wieder einsteigt, wählen wir unter der Schnellreise nicht unser Büro aus, sondern das Fahrzeuglagerhaus. Ihr braucht auch keine Pisswasserflaschen, also keine Bierflaschen mitnehmen, damit das funktioniert, braucht ihr alles nicht. Das Einzige, was ihr braucht, ihr müsst einem anderen Zielmodus nachher beitreten. Das schon mal vorneweg gesagt. So, und jetzt dem nochmal beitreten, dem Anavac. Wie gesagt, ich bin im freien Zielen, dann kann ich Anavac nehmen. Wenn ihr keinen anderen habt, dann geht ihr selber ins freie Zielen, dann könnt ihr jedes Mal Anavac benutzen, geht ohne Probleme. Beitreten. Vollmeldung wieder annehmen, wenn da was anderes kommt, ablehnen und dann sucht ihr euch einen anderen. Aber wenn ihr im freien Zielen seid, könnt ihr immer Anavac 1P5 nehmen. Das geht ohne Probleme. So, Interaktionsmenü wieder auf, Fähigkeiten, Luxushelikopter bestellen. Steigt ihr wieder in dem Luxushelikopter ein. Das ist natürlich die verbuggte Ansicht, die man haben kann, wo man den Charakter nicht sieht, aber ist auch regelbar. Und das öfters gemacht hat, dann weiß man, wie man die Steuerung
also einen linken Stick, also L3, benutzen muss, sodass man hier sich bewegen kann. Jetzt wählt ihr unter Schnellreise Fahrzeuglagerhaus aus. Dann werdet ihr da reingeladen, landet ihr im Fahrzeuglagerhaus. Der einzigste Nachteil ist dabei, für die Spezialfahrzeuge zu machen, ihr müsst euch jedes Mal nach jedem Spezialfahrzeug, was ihr gemacht habt, immer am Ticketschalter wieder neu verglitschen. Das ist der einzigste Haken. So, steht ihr hier drin. Jetzt geht ihr rüber zur Tür. Also wenn ihr reinkommt, geht ihr dann nochmal links und dann auf die Tür zu, um unten in die Garage reinzukommen, wo die ganzen Spezialfahrzeuge drinnen stehen. Da auf diese Tür müssen wir uns zu bewegen. So, kann man für den einen ein bisschen tricky sein, je nachdem. Aber ihr müsst euch vorstellen, am rechten Bildschirmrand, ihr seht das, da guckt gerade der Arm ein bisschen vor beim Charakter. Ja, also der ganz rechte Bildschirmrand ist die rechte äußerste Seite vom Charakter, so könnt ihr euch das vorstellen in diesem Bild, wenn ihr diesen Zustand so habt. Ja, so, und dann läuft ihr rüber zu eurem Spezialfahrzeug, hier der Ruina, stellt euch daneben, jetzt drückt ihr die PS-Taste und tretet einem anderen Zielmodus bei. Ihr sucht euch einen raus, der in einem anderen Zielmodus ist. Beitreten. Dann nehmt ihr die erste Meldung an, bist du sicher? Die nehmt ihr an. Zielmodusmeldung ablehnen, die dritte Meldung wieder annehmen. Sollte da eine Meldung kommen, sollte nach der ersten Meldung, wo drin steht, bist du sicher, dass du zum Beitreten möchtest, diese lange Meldung kommen mit CEO, die aufgelöst werden soll, ja, weil zu viele anscheinend in dem seiner Sitzung schon zu viele als CEO oder MC-Präsident registriert sind. Diese Meldung nehmt ihr an, also mit CEO-Privileg und sowas. Zeigt ihr nur noch ein, drückt R2, also die Gastaste, fahrt nach draußen, ihr werdet draußen spawnen vor eurem Fahrzeuglagerhaus. Ihr seht das, so wie ich das in dem Video, wie ihr das schon gesehen habt, das ist nämlich der Schluss von dem ersten Teil von dem Video, was ich schon hochgeladen habe auf dem Kanal. So, und das sind die Steps, mehr ist das nicht. Und dann bestellt ihr über Interaktionsmenü nochmal euren CEO-Busat, fahrt daneben ein Stückchen, steigt aus, steigt in eurem CEO, fliegt nochmal kurz nach oben und dann steigt ihr wieder aus, sodass ihr dann nochmal sterbt, außer Gefecht seid, genau jetzt, so, Abflug. Dann seid ihr wieder tot und jetzt spawnt ihr mit dem gemergten Fahrzeug. In dem Fall Spezialfahrzeug. Seht ihr, so einfach ist das. Wie gesagt, der einzigste Haken ist nur, dass ihr euch immer am Ticketschalter neu verglitschen müsst. Jetzt sagt ihr eurem Freund, du, geh mal in den Creator oder was er auch machen kann, er tritt einmal Anavac 1P5 bei, nimmt alle Meldungen an und dann ist er sofort wieder bei euch in der Sitzung und dann könnt ihr direkt weitermachen, aber in dem Fall müsst ihr euren Freund ja wieder in einer anderen Freundessitzung reinschicken mit einem anderen Zielmodus, sodass ihr euch wieder neu verglitschen könnt. Währenddessen fahrt ihr runter mit eurem Spezialfahrzeug zum Los Santos Customs, um da was zu ändern, sodass das Spezialfahrzeug wieder abgespeichert wird. Dass es abgespeichert wird, dass die orange Ladeschnecke kommt. Das geht nicht bei allen Fahrzeugen, bei dem Phantom Wedge, bei dem Wastelander und dem gepanzerten Boxville. Die drei Fahrzeuge müsst ihr leider Gottes wirklich euch per GIF-K abspeichern. Das heißt, ihr MOC zu MOC GIF-K to Friends Glitch. Weil ihr kommt damit in keinem LSC rein, sodass ihr was ändern könnt an diesen drei Fahrzeugen, damit die auch abgespeichert werden. Wie gesagt, alle funktionieren außer der Phantom Wedge, also der große LKW mit dem großen Rammkeil vorne dran. Der Wastelander, dieser Transport-LKW mit der Ladefläche hinten, den müsst ihr auch per GIF-K abspeichern. Und den gepanzerten Boxel, mit dem kommt ihr auch nicht ins Los Santos Customs hinten rein. Alle anderen Fahrzeuge funktionieren, Rocket Voltic, was haben wir noch, Technical Aqua, mit dem kommt ihr da rein, mit dem Blazer Aqua, mit dem Ruina
was haben wir denn noch? Mit dem Ramp Buggy kommt ihr auch hier ins Los Santos Customs rein. Das ist kein Problem, nur die letzten drei Fahrzeuge, die müsst ihr euch halt per GFK eurem Freund dann erstmal geben. Also ihr braucht dann einen dritten, der dann mit einem Freund zusammen den GFK macht, ja, der ihn dann verglitschen kann, damit ihr euch die letzten drei Fahrzeuge abspeichern könnt. Das heißt, euer Freund muss die erstmal bei sich reinziehen, die Fahrzeuge abspeichern und dann müsst ihr GFK machen und euch die dann zurückholen und die dann quasi austauschen. Kann dann natürlich nochmal extra ein Video zu machen, weil ich muss noch auf dem Zweitcharakter etwas machen. Das macht ihr dann, das Austauschen ist eigentlich ganz simpel an für sich. Seht ihr, habt was geändert, kommt die orange Ladeschnecke und dann ist der abgespeichert. Wie gesagt, also ich habe das Video mal angehalten, um das nochmal im Klartext zu sagen. Wenn ihr dazu extra ein Video haben wollt, wie ihr die Spezialfahrzeuge austauscht in dem Moment, müsst ihr ein Motorrad in der MOC haben und ihr müsst dann euer Motorrad nachher, bevor ihr an der MOC hinten dran geht, einlagern und euer altes Spezialfahrzeug bestellen und dann oben am Nullpunkt das gemoddete ziehen. Wenn ich dann nochmal extra ein Video zu machen soll, wie man das mit dem GFK dann austauscht, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt auch mal gerne rein, wozu ich speziell mal ein Video machen soll, also mit den Fahrzeugen austauschen oder merchen. Ich werde mich mal noch daran setzen, wie man gemerchten Terabyte abspeichert, ja, wie man das am besten und einfachsten veranstaltet. Also könnt ihr gerne in die Kommentare mal reinschreiben, wozu, zu welchem Thema speziell ihr euch ein Video wünscht, dann kann ich das auch noch gerne machen. Das ist gar kein Problem. So, ich habe den eingelagert, das Spezialfahrzeug, und ihr seht, dass da steht das schon wieder abgespeichert, gemoddet. Also das ist safe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall ein Like und seid ihr neu auf dem Kanal, hinterlasst ein Abo, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und wir hören uns spätestens im nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.